Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Gosha garments and a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the best. Make you say they run my home. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD-FR mit mir, dem Ratzler. Und ja, in dieser Folge sind wir wieder in Stadt, Junge. Wir sind wieder als normaler Streifenpolizist unterwegs mit unserem Crown Victoria. Wir sind jetzt hier in der Gegend, wo wir noch nicht so oft waren. Ich würde sogar sagen, noch gar nicht, oder? Ich glaube, hier waren wir noch nie. Zumindest nicht so richtig. Vielleicht sind wir mal vorbeigefahren, als wir hier eine Verfolgung gesetzt hatten. Ich erinnere mich noch, wie da hinten... Ich wollte eigentlich nur drauf zeigen. Aber wie da hinten einer die Brücke runtergefahren ist und dann irgendwie hier so hoch. Ja, so halbwegs. Aber sonst sind wir hier noch nie Streife gefahren und deswegen... Also, Anfahren am Berg muss gelernt sein. Und deswegen tue ich das einfach mal. Wir fahren jetzt hier Streife. Es sind wieder einige neue Mods drin. Ich glaube... gut, eigentlich sind alle Mods geupdatet jetzt endlich mal. Und eine neue Mod ist drin. Eine neue Callout-Mod. Einmal in der Beschreibung gucken. Ist die unterste, die drin ist. Immer die neueste Mod von der Kategorie ist natürlich immer die unterste. So kann man auch erkennen, ob ihr wieder aktuell seid mit meinem GTA. Und meistens sage ich es dann auch, wenn eine neue Mod verfügbar ist. Ich würde aber sagen, wir kontrollieren den Herrn da vorne mal, oder? Mit seinem geilen Truck. Also nicht den hier, sondern den da. Den im weißen Truck. Wenn es mal grün werden. Ach, guck mal, es wird grün, aber der fährt nicht. Warten Sie bitte mal. Oder komm, ich halte sie aber mal an. Komm. Wir verfolgen sie, halten sie bitte mal an. Also der blinkt links, aber fährt rechts, weißt du. Oh Gott, ja, der macht sich wieder alles kaputt. Ist ja nicht unser Auto, ne? So. Guten, okay, alles klar. Täter flüchtet. Wir brauchen Air Support und Local Patrol. Und dann geben wir Verfolgungsjagd. By the way, ihr habt euch, beziehungsweise einer hat sich aufgeregt, dass ich die Dashcam an sich verwende, also die hier. Ich persönlich finde die ganz cool. Aber ich werde natürlich, weil ihr die so hasst, oder weil der eine die so hasst und ich auch gehört habe, dass die echt bei YouTubern oder unter Videos nicht so beliebt sein soll, habe ich aus unbekannten Quellen, sage ich mal, erfahren, dass die Dashcam nicht so beliebt ist bei euch oder bei der Community auf YouTube allgemein. Deswegen dachte ich mir, fahre ich da nicht mehr so auf den Dashcam, aber hin und wieder kann ich es mir nicht verkneifen, auch mal einen Blick wieder reinzuwerfen, weil ich persönlich finde die ziemlich nice. So, aber jetzt bleiben sie erstmal stehen. Oh Gott, okay, Officer wird gerammt. Oh oh. Aber ich glaube, wir können den theoretisch... einkesseln. Warte mal. Wir haben jetzt vor den Fahren hier. Komm, bleiben Sie... Ah! Oh, das war ein Fehler. Okay. So. Steigen Sie aus. Ey, steigen Sie... Ah! Scheiße. Nein, bitte nicht mich überfahren. Okay. Wir verfolgen weiter auf. Unsere Karre ist ziemlich am Arsch, weil wir uns da vorgestellt haben. Das war vielleicht nicht so klug. Helikopter ist auch da hinten. Ich finde den News-Helikopter so geil. Also den meisten... Ah, ja, okay. Der News-Helikopter macht dann Abgang. Komm, bleiben Sie stehen. Sie haben keine Chance gegen uns. Komm. Nein, Sie rammen mich nicht. Ey. Scheiße. Das gibt's doch nicht, ja. Was kriegt man denn hier nicht? Oh Gott, Alter. Was geht denn da ab? Komm, ja, lass mich vorbei, danke. Alter, der News-Helikopter macht Blödsinn. Okay, egal. Okay, pass auf, jetzt probieren wir nicht zu drehen. Dafür gehe ich kurz in Dashcam-Ansicht, weil drehen ist damit, glaube ich, einfach. Und einfach her. Oh Gott, Scheiße. Boah, ich glaube, wir haben Massenschaden, oder? Massenschaden, total Schaden. Ja, komm, wir müssen einmal reparieren. Da war ich zu Unvorsicht. Oh Gott, ja, jetzt auf jeden Fall. Ja, wow, okay. Wir müssen reparieren. Alter, aber den kriegen wir schon noch. Ich möchte nur nicht so hastig rumballern oder so. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Wir fahren mal hier auf der Spur, um den Gegenverkehr ein bisschen zu kontrollieren. Und vor allem, dass er hier nicht abbiegen kann.
Bleiben Sie stehen. Ah, da ist so ein dickes Auto. Den können wir gar nicht drehen. Probieren wir es nochmal. Komm. Ah, das ist da keine Chance, hat man da. Komm, bleiben Sie stehen. Na, ich glaube, es hat keinen Sinn. Huch. Ich gucke gerade, ob ich hier irgendwie... Weil ich meine, in GTA 4 konnte man ja so Sprüche ablassen durch die Anlage, aber das geht in GTA 5 irgendwie nicht. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Komm. Steigen Sie aus. Steigen Sie... Scheiße. Das gibt's nicht. Die kriegen wir nicht hier. Es ist ja... Ein Witz. By the way, ihr habt geschrieben, ich soll eine Partnermod verwenden. Das geht in GTA 5, aber glaube ich noch nicht. Also da wundert mich auch, dass es dann nichts in die Richtung gibt. Oder zumindest nichts Gescheites. Aber Partnermods sind momentan noch schwierig. So, pass auf, ich glaube, wir holen mal jetzt nochmal ein bisschen mehr Backup. So, komm. Jetzt aber. Ah, nein, nein, nein. Ah, er ist mir über den Fuß gefahren. Das hat wehgetan. Ja, komm, die steigen auch schon aus. Wir fahren mal ein bisschen weiter nach vorne. Ja, wir lassen den vor. Komm, bevor du mich anfährst. Oh Gott, was machen die Autos hier? Hallo, fahren Sie bitte. Okay, ich überhole Sie kurz. Da vorne, der fährt aber auch verdammt langsam. Also, aber man hat da einfach keine Chance gegen so einen dicken... so ein dickes Fahrzeug. Ist echt nicht einfach. Aber den kriegt man schon noch. Beziehungsweise wir machen jetzt mal hier Elektroschock und zerschießen die Reifen. Ja, das klappt natürlich wieder wunderbar. Ah, passen Sie auf. Passen Sie auf. Okay, Suspect flüchtet Richtung Innenstadt. Ich beginne jetzt die Reifen zu zerschießen. Der Motorradfahrer. Okay. Ist nochmal gut gegangen. Ja, fallen Sie mal vor. Oh Gott, ja. Der Rand wird auch schon mal geöffnet. Oh, jetzt bin ich auch noch hinten reingefahren. Wird ja immer besser hier. So, komm. Oh Gott, nicht driften. Ey. So. Okay, Vorderreifen und Hinterreifen sind beide kaputt. Jetzt noch den Hinterreifen und den Vorderreifen. Ja, okay, den treffen wir wieder nicht. So, jetzt. Der fährt so langsam. Telekom fast schon zum Stillstand. Wenn wir jetzt hier anhalten und den ausbremsen. Ja, der rammt uns. Okay. Dann holen wir jetzt einen SWAT-Wagen. Der soll sich da mal vorstellen, was wahrscheinlich eh nicht passieren wird. Ah, wobei. Okay, dann kästen wir den von hinten ein. Ich glaube, die Verfolgungsjagd nimmt gleich ein Ende. Okay, pass auf, wir machen das jetzt so. Ah, ich bin ihm gefallen. Steigen Sie aus, die haben keine Chance. Ey, ey, ey. Aua. Scheiße. Okay, wir haben ihn. Ich glaube, die Officer haben den. Der nimmt den fest, okay. Boah, damit finde ich die Folge gesagt endlich mein Ende. Und es sind keine Leute gestorben. Das finde ich schön. Wo ist denn die Karre? Ist die Karre schon gedespawnt? Das kotzt mich so an, GTA 5. Dass die Autos despawnen. Ich wollte die jetzt eigentlich auch gerne durchsuchen. Aber das klappt nun nicht. Guck mal, da wird auch gleich hier drin abgeführt. Das ist perfekt. So. Wir haben Fight in Progress. Das nehmen wir an. Gleich mal instant im Anstoß. Aber wir reparieren davon natürlich einmal. So, wir haben jetzt Fight in Progress. Das habe ich gesehen. Aber darum kann man... Ja, okay, die lebt eh noch. War mir irgendwo ein Kampf? Irgendwo, ich glaube hier im Park vielleicht. Also ich fahre jetzt extra mit Code 2 hin. Damit wir nicht auffliegen. Aber ich glaube, wir müssen die mal drehen. Fahr mal hier unten. Ja, gehen Sie bitte aus dem Weg. Ist hier unten in der Tiefgarage? Nee, okay, dann drehen wir nochmal. Ja, wir sind Polizisten, wir dürfen hier quer durchfahren. Ich kann mir vorstellen, dass die hinten in dem Park sind. Hoffentlich komme ich hierfür nicht zu spät. Lol, der Helikopter
Klingt verdammt. Okay. Der News-Helikopter fliegt hier gerade noch seine Runden. Oh, jetzt wird es auch noch dunkel. Jetzt ist es vorbei. Doch, jetzt haben wir da. Wir haben es gefunden. Okay. Wir gehen in Code 2 hin. Es ist da unten auf dem Highway. Wie kommen wir da jetzt am besten runter? Ja, wow. Okay, pass auf, wir müssen jetzt hier runter. Wir müssen handeln. Kommen wir hier? Aua, na, so nicht. Komm mal hier. Wir gehen erstmal ohne Waffen hin. Die haben ja auch gerade keine. Oh, da hat eine Waffe. Okay, da hat eine Waffe. Nehmen Sie den Baseballschläger runter. Nehmen Sie den Baseballschläger runter. Ey, nicht die... Ich würde sagen, das Problem hat sich erledigt. Jetzt nehmen Sie die Hände hoch. So. Aber zumindest ich sie... Ich glaube, der andere ist... Nee, der lebt tatsächlich noch. Oh mein Gott, der wurde von 2 Autos überfahren und lebt noch. So, dann holen wir für Sie einen Transporter. Und für Sie... lassen Sie sich festnehmen, ohne dass ich Gewalt anwenden muss. Hallo. Lassen Sie sich festnehmen? Ich glaube nicht. Ich muss Sie mal kurz hier... Gehen Sie mal auf den Boden. Ey! Nein, Sie fahren nicht weiter. Nein, nein! Ah! Wieso müssen alle... Na, wieso müssen die alle meinen Suspekt überfahren? Jetzt gehen Sie auf den Boden. Und Sie fahren jetzt bitte hier keine Leute um. So. Auch für Sie hole ich einen Transporter. Jetzt gehen wir mal auf die Seite, bevor Sie nochmal umgefahren werden. Das hat bestimmt wehgetan. Ja, jetzt hupen Sie doch nicht alle... Ah, nicht mich umfahren. So, der nimmt den hier mit. Okay, ich glaube, für uns ist der Einsatz abgeschlossen. Nur wir finden hier nichts mehr. Wir finden hier nicht mehr hoch, oder? Da hinten, glaube ich. Ich muss mal kurz die Taschenlampe rausholen. Kommen wir da hoch? Ich glaube, theoretisch schon. Willkommen im Dienst eines Straßenofficers von Los Angeles. Der muss da hochkommen. Mann! Komm! Ich sag's euch, der kommt da noch... Ich glaube, wir können es vergessen. Wir kommen hier nicht hoch. Vielleicht die andere Seite. Jetzt müssen wir zu unserem Auto zurückkommen. Ist aber nicht so toll jetzt. Das ist jetzt aber nicht so toll. Ist hier eine Lücke? Nee. Eine Leiter ist hier auch nicht. Aber ich höre hier irgendwo einen Helikopter. Der nächste Helikopter. Ah, darum, da oben ist er. Oh. Entschuldigen Sie. Pass auf, wir sind jetzt mal Officer. Wir machen hier im Zirkus Balanceakt. Huch, nicht durch die Hecke. So, ja. Da vorne steht noch unsere Karre. Ist ja auch noch eine Mauer. Mein Gott. Oh Gott, hier geht's ein bisschen tief. Okay, alles gut. Alles gut. Boah, sieht das schön aus. So, hier kommt noch kein Auto. Perfekt. Unsere Karre steht auch noch da. Und wurde nicht gestohlen oder sonst was. Kann man ja in Los Angeles ja auch nicht von jedem behaupten oder vor allem behaupten. So, dann drehen wir mal. Mein Gott, das war jetzt ein cooler Einsatz. Boah, ich finde das Fernlicht so krass. Das ist das Licht hier oben zwischen den Blaulichtbalken, also hier zwischen denen da. Das geht ziemlich ab. Also das, guck mal, das macht schon noch, jetzt schon noch einen drauf, aber wir fahren mit normalen Lichtern. Was macht denn der News-Helikopter hier? Macht der noch Aufnahmen hier von uns? Wir haben doch hier gar keine Verfolgungsjagd mehr. Naja, soll er mal aufnehmen, ne? Ich hab da ja nichts gegen. So, wir fahren hier rüber. Haben wir noch irgendwas? Reckless Driver, ja, das können wir mal machen. Frage ist, wo ist der da hinten? Ist der irgendwo? Auch hier fahren wir erstmal mit Code 2. Aber fahren natürlich trotzdem ein bisschen schneller hier über die Ampel. Und der ist da hinten. Okay, warte mal, wir fahren erstmal doch hier mit. Ja, wir fahren mit Blaulicht Code 2. Oh, vorsichtig. Der ist, glaube ich, gerade ausgefahren, oder? Ja, das ist ein Motorradfahrer, okay. Oh Gott, was macht denn der da? Ey, bleiben Sie mal stehen. Hallo. Ey. Und Unterstützung. Nein, jetzt habe ich hier ein ganz komisches Menü aufgemacht. So.
Scheiße. Oh, Local Patrol. Das ist hingefallen. Nein! Wieso? Ich möchte ihn auch noch tasern, Mann. Wieso schlägt er den? Das ist doch scheiße. Bleiben Sie mal stehen. Jetzt, komm. Alles, hallo. Bleiben Sie bitte stehen. Okay, ich glaube, wir müssen... Aber, oh, nein. Oh Gott, das tut mir leid. Ey. Sind Sie betrunken? Jetzt bleiben Sie mal. Ich hätte gerne die Reit. So, komm. Okay, Ihre ID wollen wir Sie mir nicht geben. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, jetzt. Jetzt dann bleiben Sie doch mit. Ich habe da nur ein paar Fragen an Sie. Komm. Jetzt bleiben Sie stehen. Oh Gott, jetzt finde ich Sie. Wer sind Sie? Oh. Ich glaube hier. Jetzt komm. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Gehen Sie auf den Boden. Komm, ist alles in Ordnung. Sie ist, glaube ich, sind ein bisschen verwirrt. Komm. Nehmen Sie mit. Sie sind jetzt in Sicherheit. Alles ist gut. Zumindest ist ein Polizist bei Ihnen. Ob alles gut ist, ist wird sich dann noch herausstellen. Aber Sie sind jetzt zumindest erstmal in Sicherheit und werden hier hoffentlich sicher über die Straße begleitet, weil ich möchte mir Ihr Auto mal ansehen. Bleiben Sie bitte mal stehen. Hier ist Polizei. Ah, das geht schon. Okay. Jetzt beeilen. Guck mal, wie ich denn hier über die Straße manövriere. Seht es euch an. Oh, nein, 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 nein. Oh, guck mal, perfekt, Alter, weißt du? Ich bin derjenige, der immer eine Omas über die Straße bringt. So. So, jetzt haben wir sie hier hingebracht. Jetzt, gehen Sie mal auf den Boden erstmal, ja? Sie bleiben jetzt hier erstmal sitzen. Hallo. Gehen Sie mal auf den Boden. Dann halten Sie halt nicht auf den Boden, dann nehmen Sie gleich mit. Komm. Wenn Sie nicht wollen, dann nehme ich Sie gleich mit. So, pass auf, wir machen mal hier die Tür zu, dass wir hier rankommen überhaupt. Komm, kann ich hier von hier aus... Ne, wir müssen außen rumlaufen. Toll. Also die Karre wieder super geparkt. Ja, guck mal, hat der Suspekt von uns die Tür zugemacht. Ja, da kommt das Polizeiauto, was uns nicht rammt, vorbildlich. So, das Motorrad. Wo wir nicht aufsteigen. Mann, nur Bugs hier. Okay, dann durchsuchen wir das halt so. Geht sicherlich auch, oder? Unsere Karre ist mal wieder weg. Alter, ich krieg, ohne Spaß, ne, ich krieg heute irgendwann noch. Was? In dem Ding ist ein Flatscreen drin. Das möchte ich sehen. Egal, wir schnappen den ab. Ist unsere Karre echt schon wieder weg, ne? Ey, es wird echt nur so eine Mod geben, die das Polizeiauto, das wir gerade fahren, nicht despawnbar macht. Die diese komplette Zeile aus dem Skript von GTA 5 einfach rauslöscht. Weißt du? Also kannst du doch nicht angehen, dass wir jetzt hier schon wieder eine neue Karre spawnen müssen. War in der letzten Folge schon so behindert. Na, immerhin kommt hier unser Motorrad-Truck. Ja, genau. Parkt euch am besten noch kaputt. So, dann laufen wir mal ein bisschen weiter weg hier und spawnen uns hier mal ein neues Auto, weil... Oh, das habe ich noch nie gesehen hier. Hallo, wir haben einen Leuchtstab in der Hand. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie kein Polizist sind, beziehungsweise sich nicht wie ein Polizist gekleidet haben. Deswegen könnte dieser Leuchtstab verwirrend sein. Deswegen hätte ich mal gerne Ihre ID, ja. Würde Sie unterlassen, wählen Sie mal nicht mit diesem... Stab hier rum. So. Einmal bitte Ihre ID. Suspect Mac. Huch. Mac Brothers. So. Okay, wir sind alles in Ordnung. Bei Ihnen habe ich auch nichts gefunden, aber ich würde Sie in Zukunft bitten, mit Ihrer Leuchtstange nicht so rumzuwedeln, weil das könnte die Autofahrer irritieren, ja? Vielen Dank, Sie können jetzt gehen. Achso, genau, ich muss Ihnen eine Warnung geben. So. Genau. So, wie können wir jetzt hier ein Auto spawnen, ohne dass wir alles hier kaputt machen? Ich probiere es einfach mal. Falsches Auto, richtiges Auto. Perfekt, okay. Weil das richtige Auto hat einen flachen Balken hier. Und nicht gar keinen Balken oder den runden. Vorsichtig. Ich fahre hier raus. Okay. So, wir sind jetzt zwar wieder hier. Eigentlich möchte ich ja wieder zu... Ey, 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 au, 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 ich brauche Unterstützung. Ey, da steht uns die Sachen. Nehmen Sie die Hände hoch. Sie haben meinen Lichter kaputt geschossen. Alter, was hat denn bitte für eine Tretkraft? Nehmen Sie jetzt hier mit, ey. Kannst du nicht angehen. Zuerst irritieren Sie hier die Autofahrer und dann treten Sie mir noch das Rücklicht ein.
Und zwar mit der Kraft, da hätte ich echt Angst vor ihnen, ja. Nicht hier Lackschäden verursachen. Man gibt euch mal, was sich hier reingedrückt hat. Das ist ja nicht mehr normal. Naja, gut. So, der Herr, Sie werden jetzt mitgenommen. Achso, habe ich schon, okay. Alter, was ist der uns da reingetreten? Da passen Sie bitte auf, Alter, da hat sie Eisenschuhe. Naja, gut, wir fahren jetzt mal weiter. Genau, also wir reparieren einmal. Aber drehen jetzt wieder um. Ja, ja. Was macht denn der bei mir? Okay, egal. Petrol Theft. Nee, komm, das ist langweilig. Petty Theft. Halt auch geile Abkürzung. Aber hier, ich finde es irgendwie, hier an Ampeln stehen zu bleiben, eignet sich mehr, weil hier so eine riesige Straße ist. Da macht es immerhin Sinn und da sind noch nicht so viele Ampeln. Aber normalerweise kennt ihr ja eh uns, meine Einstellung zu Ampeln. Und die ist nicht gerade positiv. Aber ich glaube, heute kann man das mal machen. Sofern wir jetzt bald grün bekommen. Ansonsten fahren sie mal vor. Ich gebe ihnen die Erlaubnis. Sie dürfen halt mal... Jetzt dürfen sie erst recht fahren. Aus dem Grund hasse ich die Ampeln auch. Weil die in GTA irgendwie nicht wahrgenommen werden. Truth Theft schon wieder. Jetzt komm, gib uns anderen Einsatz. Oh. Mal gucken, was in den Seitengassen abgeht. Nee, komm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gefährlich. Da geht bestimmt, was weiß ich, was alles ab. Speed Pursuit. Das ist schon was Interessantes. So. So, vorsichtig. Wir haben einen Satz. Respawn Code 3. Suspect is Deadermind. Okay. Da gucken wir. Der fährt hoch in den See oder an den See. Heißt, wir holen gleich mal... Achso, wir sind nicht in der Verfolgungsjagd. Okay. Dann erst recht Vollgas, wenn wir jetzt kein Backup holen können. Vorsichtig, 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 lassen Sie mich bitte vorbei. Das schaffen wir schon. Wenn jetzt alle, wenn es hier keiner, machen jetzt mal Fernlicht an, weil sonst sehen wir hier nichts auf den Straßen. Wir fahren links durch, das geht schneller. Oder wir machen doch lieber normales Licht. So, mein Gott, wo der lang fährt. Am See fährt er lang. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Officer am Boden. Wortwörtlich. Oh Gott. Oh Gott. Die Karre ist im Arsch. Die Karre ist im Arsch. Ja, gut. Ich würde sagen... Wir müssen raus. Oh, 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 oh. Ich werd hier irgendwo mitgetrieben. Gut, ich würde sagen, wir haben eingeparkt. Scheiße. Ja, gut, was machen wir jetzt? Denn der Einsatz ist jetzt natürlich auch weg. Wir sind bei 23 Minuten. Leute, ich weiß, ihr hasst mich dafür. Aber wir können diese Panda nutzen. Und haben jetzt 3 Uhr nachts. Das heißt, wir werden jetzt von einem Kollegen abgeholt. Und dann ist unser Dienst auch beendet für heute. Aber ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich weiß, ich bin ein Arschloch. Wenn es wieder heißt, alles BFA mit mir. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Es tut mir leid. Sieht bei dabei ziemlich geil aus hier mit Wasser, ne? Ziemlich coole Effekte. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge von alles BFA. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.